Nächste Woche ist Krishna Jayanti, Geburtstag von Krishna, auch Krishna Janmashtami genannt, Erscheinungstag von Krishna. Also wenn wir am Donnerstag und Freitag große Pujas haben mit Swami Nivedananda, die ihr gerade am Anfang der Meditation gehört habt, dann gibt es ja auch die nächsten Tage morgens in der Lalita Sahasranama und nachmittags eine Puja zelebrieren, eben große Pujas am Donnerstag um 20 Uhr und am Freitag um 22 Uhr, denn die große Geburtstagsfeier von Krishna ist dann um Mitternacht. Krishna war ähnlich wie Buddha und Jesus geboren um Mitternacht. Krishna gilt als Inkarnation, als Avatar von Vishnu. Und Krishna spricht in der Bhagavad Gita über was ein Avatar ist. Er sagt immer dann, wenn Dharma abnimmt und Adharma zunimmt, dann inkarniert sich Gott auf diese Welt. Wir können sagen, die Welt hat eine gewisse Eigendynamik, sie hat eine gewisse Freiheit, die Menschen haben eine Freiheit. Und immer dann, wenn die Freiheit irgendwo dann in eine falsche Richtung losgeht, dann muss Gott sich inkarnieren, um alles wieder in die richtige Richtung zu bringen. Kannst du ehrlich sagen, normalerweise lassen Eltern ihren Kindern Freiheit, aber wenn dann die Kinder doch irgendwo auf Abwege gehen, zum Beispiel zu den Balkon hochklettern oder mit irgendwelche Gegenstände aufspüren, dann muss Mutter oder Papa sich inkarnieren und die Kinder wieder zurückholen. Auf diese Weise sind wir alle kosmische Kinder, wir haben gewisse Freiheit und wenn wir irgendwo in falsche Richtungen gehen, dann kann sich Gott inkarnieren als Avatar. So können wir auch eine gewisse, wie kann man sagen, Vertrauen auch haben. So, manche sagen ja, 21. Dezember geht die Welt unter. Man hört jetzt weniger, denn es sollte dann auch im Juni einige Katastrophen geschehen, die sind glücklicherweise ausgeblieben. Und so nehmen jetzt auch weniger an Leute an, dass dann im Dezember katastrophale Sachen geschehen. Wir hoffen natürlich, dass Gutes bis dahin noch weiter geschieht und vielleicht Gutes sich potenzieren wird. Gut, und wenn Schwierigkeiten kommen würden, der Mensch schlimmste Sachen macht, man hat oft erlebt, nach schlimmen Sachen, die der Mensch gemacht hat, irgendwo anschließend kam großer Segen dort heraus. Und ob jetzt Gott sich formell in einer konkreten Person inkarniert oder eben als irgendeine Kraft, die dann die Menschen beeinflusst, wieder was Gutes zu tun, das kann ganz unterschiedlich sein. Jedenfalls Krishna soll vor über 5000 Jahren sich inkarniert haben. Soll eine Zeit gewesen sein, wo alle möglichen Dämonen sich inkarniert haben. Gut, Dämonen sind Menschen mit bestimmten besonderen geistigen Kräften und diese Kräfte nutzen sie aber nicht zum Wohl anderer, wie man es eigentlich tun sollte, sondern für Egoismus und Macht. Und so musste sich Krishna inkarnieren. Krishna wurde geboren als Sohn von Devaki und Vasudeva. Und Devaki war die Schwester von einem dieser Dämonen, nämlich von Kamsa. Das zeigt auch, manchmal sind das Gute und das weniger Gute, Böse in dem Fall, sehr nahe. Sie sind Geschwister. Gut, und die Devaki, wie der Name sagt, Devaki heißt die von Licht erfüllte, sie war eine sehr tugendhafte Frau, eine, die Gott verehrt hat. Und sie bekam als, sie verliebte sich in einen namens Vasudeva und die beiden wurden ein Paar und heirateten. Gut, und Kamsa, daneben, dass er ein Tyrann war, ein Machtgieriger, der auch ein tyrannisches Regime errichtet hatte und diejenigen, die gegen ihn waren, in den Kerker warf oder umbringen ließ, der hatte trotzdem eine gewisse Liebe zu seiner Schwester und so, als sie heiratete, führte er selbst sie zum Traualtar und dann anschließend durch die, auf eine Kutsche durch die Stadt, wie eine Art Triumphzug. Und dann kam plötzlich eine Stimme und die sagte zu Kamsa, oh Kamsa, der Sohn von, weißt du, der wievielte Sohn? Achter? So steht, wo sind die Vaishnavas hier? Der achte Sohn von Krishna würde, ein achter Sohn von Devaki wird dich in die Schranken verweisen. Und so wie Kamsa das hörte, dachte er, klarer Fall, müssen wir sofort beschließen.
nahm ein Schwert und wollte der Devaki den Kopf abschlagen. Sicherste Möglichkeit, die Prophezeiung zu verhindern. Der Vasudeva fiel dem Kamsa in den Arm und sagte, das kannst du doch nicht machen, deine eigene Schwester umbringen. Er appellierte noch an ihn, was sollen denn die Menschen von dir denken, dass du einfach so auf irgendeine komische Stimme dort reagierst? Und dann sagt er, als Kamsa trotzdem sich losriss und schlagen wollte, sagt er, okay, wir übergeben dir jedes Kind und du kannst jedes Kind umbringen, aber bitte lass meine Frau leben. Gut, und so mäßigte Kamsa seinen Zorn und ließ Devaki leben. Und jedes Kind, das Devaki geboren hatte, wurde vom Kamsa persönlich umgebracht. Devaki war jetzt zum 8. Mal schwanger. Und diesmal strahlte sie von einem übernatürlichen Leuchten. Und Kamsa bekam es mit der Angst zu tun. Er warf die Devaki und den Vasudeva in ein Gefängnis mit einer ganzen Menge von Mauern und mit Wärtern und mit Toren. Und keiner hatte den Schlüssel von all den Toren außer Kamsa. Und er sagt dann, wenn die Stunde der Geburt kommt, dann ruft mich. Schließlich kam die Stunde der Geburt und kurz vorher schliefen alle Wächter ein. Denn Devaki war jetzt schwanger, nicht von irgendeinem Kind, sondern Herabkunft von Vishnu, des Erhalters des Universums. Dieser manifestierte sich als Kind. Und dann jetzt in der Bhagavatam etwas eigenartig geschrieben, nämlich auch Devaki bei der Geburt verlor das normale Bewusstsein und sah dann anstatt ein Baby, sah sie dort Vishnu mit 4 Armen und einem Diskus und einem Muschelhorn und mit einem Diadem und allem. Und Vishnu sagte, ich bin jetzt gerade geboren worden. Und so wie er zu Normalbewusstsein kommt, dann soll Vasudev mich nehmen und durch die ganzen Tore hindurchgehen und mich bringen zu einem Hirtenstamm. Und dort werdet ihr Nanda finden und Yashoda. Und die werden beide schlafen. Und die Yashoda wird gerade ein Baby zur Welt gebracht haben. Nehmt dieses Baby und bringt es hierher und legt mich an die Stadt dieses Babys hin. Kurz danach kamen Devaki und Vasudev zum Normalbewusstsein zurück. Sie sahen dort Krishna, ein wunderschönes, liebliches Kind. Und beide waren so voller Liebe zu ihrem Kind. Aber sie erinnerten sich, was Vishnu gesagt hatte. Und mit großem Schmerz nahm Vasudeva das Kind, Devaki weinte. Und er ging einfach auf ein Tor zu. Die Wächter schliefen noch, das Tor öffnete sich. Er ging zum nächsten Tor. Auch dort schliefen alle Wächter. Ging durch alle Tore hindurch. Draußen schliefen auch die ganze Armee, die dort postiert war. Gingen zur Yamuna, einem großen Fluss. Es regnete. Und dann kam eine Schlange und diese Schlange ging über Vasudev und überdimensional große, brachte ihren Kopf über Krishna, sodass Krishna nicht nass wurde. Dann ging Vasudev schnurstracks auf die Yamuna zu. Sie teilte sich und in der Mitte war trocken. Vasudev ging dadurch auf die andere Seite des Ufers. Und auf der anderen Seite schließlich traf er diesen Hirtenstamm. Und bei diesem Hirtenstamm, die schliefen auch alle. Und dort fand er Nanda und Yashoda. Und dort, Yashoda hatte gerade ein Kind geboren und das lag dort auch schlafend. Und Vasudev vertauschte die beiden Babys und ging zurück. Hinter ihm, die Yamuna schloss sich wieder. Er ging wieder zurück, alle Türen schlossen sich wieder. Und er ging zurück zu Devaki und brachte dieses Kind. Das Kind fing dann an zu schreien. Die Wächter wachten auf. Sie rannten zu Kamsa. Kamsa rannte zum Gefängnis.
Er ging durch die ganzen Tore hindurch und er nahm das Baby bei dem Fuß. Und Devaki und Vasudeva flehten Kamsan, bitte, das ist doch ein Mädchen, was kann das dir denn antun? Und Kamsa sagte nichts, er nahm einfach und wollte gerade das Baby zerschmettern. Und in diesem Moment verwandelte sich das Baby in Katyayani, die göttliche Mutter. Und die göttliche Mutter lachte und sagte, du Dummkopf. Tue Buße, mäßige deine Wege, ändere deine Wege, lass die anderen aus den Gefängnissen frei, sei wieder gütig, setze wieder den rechtmäßigen König ein. Er hat nämlich seinen eigenen Vater ins Gefängnis gesteckt, um an die Macht zu bekommen. Setze ihn wieder ein und dann wird dir nichts passieren. Das ist die Weise, wie du dich retten kannst, nicht indem du Kinder umbringst. Und dann verschwand Katyayani und Kamsa bekam es jetzt mit der Angst zu tun. Kamsa gab jetzt den Befehl, alle kleinen Kinder umzubringen. In der Zwischenzeit war auch der Hirtenstamm wieder aufgewacht, die Yashoda war aufgewacht, sie sah das Kind. Dumpf erinnerte sich, dass es eigentlich ein Mädchen war. Vollkommen verwirrt. Voller Freude aber, dass dieses Baby so voller Inspiration dort war und voller Freude. Und irgendwo, alle waren sofort voller Energie. Nanda erinnerte sich an einen Traum. Er hatte nämlich gehört, da hat ein Traum bei ihm auch Vishnu erschienen und er hatte gesagt, rennt weg, so schnell ihr könnt. Und so floh der ganze Hirtenstamm aus dem Bereich von Kamsa. Gut, Kamsa war zwar ein großer Dämon, aber beherrschte nicht alles. Er konnte also den Hirtenstamm nicht mehr erreichen. Und so tötete er die ganzen Kinder in seinem Gebiet. Aber er hatte irgendwo eine Ahnung, in diesem Hirtenstamm muss es sein. Und so sandte er seine Abgesandten, um Krishna umzubringen. Ich werde jetzt diese ganzen Umbringgeschichten mal überspringen. Ich glaube, da haben wir jetzt genügend von gehabt. Jedenfalls, es reicht, Krishna überlebte. Und viele Geschichten wurden später von den Griechen zu den Herakles-Geschichten umgewandelt oder Herkules-Geschichten. Ja, diejenigen, die sich mit griechischer und mit jüdischer und christlicher Mythologie auskennen, haben vermutlich einige Themen wiedergefunden. Die Krishna-Geschichten sind sicherlich die ältesten, aber ob die einen die anderen übernommen haben oder einfach archetypische Geschichten sich immer wieder wiederholen in allen Teilen der Welt, ist jetzt auch nicht von großem Interesse. Jedenfalls, Krishna wuchs jetzt auf und daneben, dass er mit viel List alle halt diejenigen besiegte, die Kamsa schickte, war er auch jemand, der eine Mischung war aus Lausbub und jemand, der alle Herzen öffnete. Und manchmal das eine parallel zum anderen. Krishna liebte zum Beispiel Süßigkeiten. Und natürlich, Yashoda, wie alle guten Mütter, wollte nicht, dass Krishna zu viel Süßigkeiten isst. Denn zu viel Süß ist ungesund. Wissen seit Jahrtausenden alle Mütter und Väter. Aber Krishna fand immer alle möglichen Verstecke. Und so musste Yashoda immer aufpassen. Und eines Tages wollte Yashoda eine Weile rausgehen und sie hatte irgendwo Süßigkeiten versteckt. Und damit der Krishna jetzt keinen Unsinn machte, kettete sie ihn an einen großen Mörser. Also es war damals weder eine gewaltfreie Erziehung, also es entspricht sicherlich nicht modernen Erziehungsideen. Es gibt auch Geschichten, wo Yashoda mit Kochlöffel zum Krishna hinrennt, wo wieder
Krishna würde heute sicherlich als ADS oder ADHS mit Ritalin runden irgendwo ruhig gestellt. Wie eine göttliche Inkarnation damit umgehen würde, weiß ich nicht. Jedenfalls damals war er sowohl ein Unruhestifter, aber alle mussten dann auch immer wieder lachen, denn die Streiche waren letztlich auch sehr lustig. Und nicht nur sehr lustig, sondern sie erfüllten auch immer einen höheren Zweck. So gab es die eine Geschichte, wo Krishna eben angekettet war und Krishna krabbelte dann trotzdem weiter. Und Krishna als Inkarnation Gottes, den kann irgendwie so eine simple Kette nicht einfach festhalten. Er krabbelte also weiter und dann verfing sich der Mörser, der recht groß war, im Türrahmen. Krishna krabbelte weiter, der Türrahmen wurde zerstört, die Hütte brach zusammen. Krishna krabbelte weiter. Dann verhedderte sich der Mörser zwischen zwei uralten Bäumen. Krishna krabbelte weiter. Beide Bäume fielen um. Oh, die armen Bäume. Aber da gibt es eine Geschichte. In beiden Bäumen waren uralte Baumgeister. Die waren in einem früheren Leben, waren sie eigentlich schon weit entwickelte Seelen gewesen. Die hatten sich aber irgendwo schlecht verhalten. Und deshalb mussten sie sich inkarnieren als Baumgeister. Und es hieß, nur wenn Vishnu selbst sie erlösen würden, dann könnten sie wieder aufsteigen in die höheren Welten und zu Engelswesen gehen. Und so krabbelte also Vishnu in Gestalt von Krishna dort entlang und die Bäume fielen um. Die Baumgeister waren erlöst, sie wurden zu großen Engelswesen, die ihren Segen für den ganzen Stamm ausschütteten. Und dann krabbelte Krishna weiter, bis er zu den Verstecken mit den Süßigkeiten kam. Könnt ihr euch vorstellen, wie das auf alle Dorfbewohner, der Stammbewohner dort gewirkt hat. Eine andere Geschichte hatte ich euch schon erzählt, wie Krishna dann den anderen im Dorf, also als schließlich gar keine Süßigkeiten mehr da war, hat er den anderen Jungs und Mädels, die dort waren, Schlamm zu essen gegeben, hat ihnen gesagt, stellt euch vor, es sind Süßigkeiten, dann schmeckt es auch wie Süßigkeiten. Was auch eine große Lehre ist, vieles ist nur eine Frage der Interpretation. Und als Yashoda das hörte, und Krishna hatte einen älteren Bruder, der hieß Balarama. Und Balarama war so wie manche älteren Brüder, ja, verpetzte den jüngeren Bruder. Und Yashoda kam mit ihrem berühmten Kochlöffel dorthin gerannt und sagte, Krishna, was hast du wieder gemacht? Krishna sagte, Mami, ich hab nichts gemacht. Mach den Mund auf, ich werde schon sehen, da wird der Schlamm noch drin sein. Balarama belügt mich nicht. Krishna macht den Mund auf. Yashoda schaut in den Mund, erst sah sie Zunge, dann sah sie sich selbst, dann sah sie Krishna und sich selbst, dann sah sie die ganze Gegend, die ganze Erde, das ganze Universum, dann sah sie das Astral- und Kausal-Universum, sie sah Engelswesen und sie sah Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und plötzlich sah sie das gesamte Universum auf einmal und sich selbst als die Seele des Universums. Eine Weile war sie so in Samadhi versunken. Dann kam die Maya wieder über sie und sie sagte zu Krishna, du kannst den Mund wieder zumachen. Aber ab da wusste sie, sie hatte nicht ein einfaches Kind. Das wusste sie schon vorher, jetzt wusste sie es aber umso mehr. Gott war inkarniert. Der Hirtenstamm zog weiter. Und dann kamen sie an einen Berg namens Govardhana. Und es war so üblich, dass sie dort bestimmte Pujas machen, Zeremonien für bestimmte Engelswesen, um dort gutes Wetter zu bekommen. Und Krishna sagte, was soll das, warum betet ihr Engelswesen an? Betet Gott direkt an oder betet Gott nicht auf Abstrakten, sondern da ist der Berg.
verehrt Gott in den Berg. Und da sind die Bäume, verehrt Gott in den Bäumen, nicht in irgendwelchen abstrusen Wesen dort. Gott ist überall, nicht nur irgendwo. Und hört auf, um etwas zu bitten. Betet einfach aus Dankbarkeit. Seid froh um das, was da ist. Gut, und so machten sie das. Sie machten eine große Puja um den Govardhana-Berg und sie tanzten darum. Jetzt waren aber diese Astralwesen nicht zufrieden, dass sie nicht verehrt wurden. Und sie schickten dann ein grässliches Unwetter, das alles zu überfluten drohte und Blitz und Donner, und alle bekamen es mit der Angst zu tun. Sie gingen zu Krishna: Oh Krishna, was hast du gemacht? Du hast uns geraten, diese Wetterwesen nicht mehr zu verehren, und jetzt werden die uns umbringen. Krishna lachte. Ja. Er hob einen Finger, einen kleinen Finger, und auf den kleinen Finger manifestierte sich dann der ganze Govardhana-Berg. Wenn ihr manche Bilder seht ihr dort, zum Beispiel wenn ihr auf dem hinteren Treppenhaus seid, wo die Göttergalerie ist, könnt ihr Krishna irgendwo sehen. Und dann nahmen alle Unterschlupf unter diesen Govardhana-Berg und warteten, bis das Unwetter vorbei war. Schließlich kamen die Wettergeister zu Krishna und sagten: Oh, bitte verzeih uns, du bist die Seele des Universums und wir sollten dir nichts Schlimmes tun und deinen Anbefohlenen. So war der ganze Hirtenstamm wieder gerettet. Sie zogen weiter und Krishna wurde langsam zum Teenie, oder nach manchen Geschichten kurz vor Teenie, aber es passt besser, wenn wir sagen, er war dann schon Teenie. Und jetzt verliebten sich alle jungen Frauen in Krishna. Und damals, wenn man jemanden zum Mann haben wollte, gab es verschiedene Möglichkeiten. Eine war, ein bestimmtes Mantra jeden Tag 2 Stunden lang zu rezitieren. Und noch wirksamer ist es, wenn man das morgens in Brahma Muhurta rezitiert, während man in einem heiligen Fluss ist, bis zum Hals im Wasser. Eiskaltes Wasser. Wow. Heute haben vermutlich Frauen andere Methoden. Und so gingen alle Frauen des Dorfes jeden Morgen von 4 bis 6 Uhr zur Yamuna und sprachen 2 Stunden lang dieses Mantra. Das Verrückte ist, die waren alle nebeneinander und jeder wiederholte dieses Mantra, um Krishna zum Mann zu bekommen. Und eines Morgens kam dann Krishna vorbei und sah, wie sie alle nackt in der Yamuna waren. Sie hatten dort vor der Yamuna ihre Kleider ausgezogen. Sie waren ja jetzt auch bis zum Hals im Wasser. Und Krishna nahm dann alle Kleider, machte daraus ein großes Bündel und kroch mit den Kleidern oben auf einen Berg, auf einen Baum und fing an, mit seiner Flöte zu spielen. Die Gopis liebten diesen Flötenklang. Sie waren ganz verzückt. Und dann schauten sie, wo war Krishna? Und sie sahen Krishna oben auf dem Baum. Erst waren sie überglücklich, aber nach einer Weile wurde es ihnen doch kalt. Jetzt sahen sie am Ufer, waren keine Kleider. Dann sahen sie, dass Krishna die ganzen Kleider in einem Bündel hatte, neben sich. Oh Krishna, bitte gib uns die Kleider, wirf die Kleider runter und schau weg, dann werden wir uns anziehen. Krishna lächelte und sagte, ihr müsst sie euch holen. Aber das geht doch nicht, sagte Krishna, ihr habt keine Wahl. Wir werden es deiner Mutter sagen. Krishna lächelte und spielte einfach nur weiter. Dann wollten sie hochkommen und sie bedeckten sich. Und Krishna sagte es, ich gebe euch nur die Kleider, wenn ihr die Arme so hoch. Was blieb ihnen anders übrig? Und als sie ankam, warf Krishna die Kleidung runter und sagte, ihr wollt mich zu eurem Mann haben, aber wisst, ich bin nicht irgendein Mann. Wenn ihr wirklich mich als Mann haben wollt, müsst ihr aufhören, euch mit dem Körper zu identifizieren.
Solange ihr euch mit dem Körper identifiziert, wird das nicht klappen. Und danach sagt er, die nächste Nacht ist die Vollmondsnacht. Die nächste Vollmondsnacht wird eine heilige Vollmondsnacht sein. Da werde ich für euch zur Verfügung stehen. Jetzt waren sie alle aufgeregt. Was soll das heißen? Sie fieberten Krishna entgegen. Tag und Nacht dachten sie nur an Krishna. Krishna. Und schließlich die Vollmond. Und dann sagt Krishna hat noch gesagt, aber bleibt in euren Hütten, bis ihr den Klang der Flöte hört. Und die Nacht kam und alle fieberten entgegen. Und plötzlich hörten sie den Klang der Flöte. Sie gingen alle hin, sie kamen auf eine große Wiese. Und dort sahen sie Krishna, wie er Flöte spielte. Und jetzt rannte jeder auf Krishna zu, in der Hoffnung, Krishna zu bekommen. Und jetzt geschah das Erstaunliche. Krishna vervielfältigte sich. Und jede Gopi hatte Krishna an ihrer Seite. Und sie tanzten zusammen. Und Krishna spielte. Und es war ein unglaublich schöner Tanz. Und die Gopis waren zunächst in dieser großen Ekstase mit Krishna, damit mit Gott zusammen zu sein. Und plötzlich dachten die Gopis, ah, ich bin doch die Beste, denn Krishna hat mich ausgewählt. Und in dem Moment, wo sie das dachten, war Krishna verschwunden. Es gab nur eine Gopi, die das nicht dachte, das war Radha. Radha dachte nur an Krishna, hatte gar keine Idee von Ego oder besser oder schlechter. Sie war nur aufgelöst in dieser Liebe und Verbundenheit mit Krishna. Und so blieb Krishna mit Radha die ganze Nacht verbunden. Am nächsten Morgen, alle waren immer noch erfüllt von dieser wunderschönen Wonne, sahen sie plötzlich Krishna in Reisekleidung mit einem Reisebündel, einen Wagen gespannt und er sagte allen im Dorf, ich werde euch jetzt verlassen und nicht mehr wiederkommen. Und die Gopis sagen, was, du wirst nicht mehr wiederkommen? Ihr werdet mich im physischen Körper nicht mehr sehen. Jetzt wird eure Aufgabe sein, mich als euer wahres Selbst zu verwirklichen. Und so aus dieser menschlichen Liebe, die ihr hattet, die reine göttliche Liebe zu werden zu lassen und auf ewig zu verschmelzen mit mir. So zog Krishna weiter. Er zog zu an den Hof von Kamsa. Auf dem Weg dorthin schickte Kamsa ihm alle möglichen Kämpfer entgegen, dass sie Kamsa hörte, dass Krishna kommen würde. Sollten Krishna umbringen, aber Gott bringt man nicht einfach so. Und Krishna ging weiter, er besiegte all diejenigen, die in den Weg gestellt wurden. Schließlich besiegte er auch Kamsa und setzte wieder Ugrasena, den alten König, der tugendhaft war, als König ein. Krishna und der Ugrasena sagt jetzt aber, eigentlich gebührt dir das Königreich. Du solltest das Königreich regieren, sagte Krishna. Ich will kein normales Königreich haben. Diejenigen, die mir folgen wollen, können mir folgen, aber ich will ein Königreich gründen ohne Kämpfe. Und so ging Krishna zum Meer und mit seiner Yoga-Maya, seiner Yoga-Kraft, schuf er einen Kontinent namens Dwaraka im Ozean. Und so wanderte ein großer Teil des Volksstamms der Yadavas zu diesem Dwaraka aus und Krishna wollte dort das ideale Königreich gründen. Die Geschichte geht jetzt noch sehr weiter, ich habe das jetzt schon extrem gekürzt.
ganze Bhagavatam, viele hundert Seiten, die die Kindheit und Jugend von Krishna erzählt. Es gibt die Mahabharata, viele tausend Seiten, wo das Erwachsenenalter von Krishna erzählt wurde. Jedenfalls dazwischen ging noch Krishna zusammen mit Arjuna zu einem Lehrer und seinem Guru und lernte dort, um damit zu zeigen, selbst wenn Gott sich auf Erden inkarniert und eigentlich allwissend, allmächtig, allgegenwärtig ist, selbst Gott geht zu einem Guru, um zu lernen und letztlich auch mal ein Beispiel zu setzen, dass man bescheiden als Schüler sein sollte. Und vielleicht auch, dass man sogar lernen kann von jemandem, der weniger weiß als man selbst, wenn man ihn mit Ehrerbietung und Demut behandelt. Aus dieser Zeit stammt die Freundschaft von Krishna und Arjuna. Die beiden blieben Freunde viele, viele Jahrzehnte. Ich überlege gerade, welche Geschichte ich euch noch erzähle. Krishna, obgleich er in diesem Kontinent war, wo er ein Friedensreich schaffen wollte, wurde trotzdem immer wieder verwickelt in andere Streitigkeiten. Und unter anderem gab es einen Tyrann, der immer wieder umliegende Königreiche überfiel und dort alle Jungfrauen dort entführte und in seinen Harem dort integrierte. So hatte er über 16.000 Frauen. Und Krishna besiegte dann diesen König. Und nachdem er ihn besiegt hatte, gab es jetzt ein Problem. In Indien gilt es als unehrenhaft, oder galt es damals als unehrenhaft, eine Frau zur Frau zu nehmen, die schon mal bei einem anderen Mann gewesen war. Jetzt, was sollten jetzt diese 16.000 Frauen damals machen? So sagte Krishna einfach, ihr könnt meine Frauen werden, wenn ihr wollt. Und so kommt es, dass Krishna jetzt 16.000 Frauen hatte. Er hatte schon zwei andere Frauen vorher gehabt, Rukmini und Satyabhama. Rukmini, die freundliche war, Satyabhama, könnte man sagen, war etwas die zickigere. Und zusätzlich dazu kamen jetzt noch 16.000 weitere. Und wie das alles geklappt hatte, war allen ein Rätsel, denn die schienen alle sehr zufrieden zu sein. Krishna hatte einen riesen Palast mit 16.000 Schlafzimmern. Und eines Tages Narada sah Krishna mal auf einen seiner Friedensmissionen und fragte Krishna, wie machst du das mit 16.000 Frauen? Und Krishna sagte, komm einfach mal zu Besuch. Und so kam Narada und er klopfte bei dem ein oder anderen Zimmer. Und in jedem Zimmer sah er dann eine Frau und Krishna. Krishna vervielfältigte sich wieder. Letztlich, wenn wir Liebe zu Gott haben, ist Gott da. Und er kann gleichzeitig bei so vielen da sein. Die Geschichte, wie Krishna dann die Karma erst vermittelte, dann schließlich der guten Sache zum Erfolg verhalf, dazwischen die Bhagavad Gita lehrte, haben viele von euch gehört. Wer sie nicht gehört hat, es gibt einige Bücher darüber, wo ihr das nachlesen könnt, oder in der Yogalehrerausbildung. Schließlich, zum Ende des Lebens, gab es nochmal einiges an Drama. Krishna hatte das ideale Königreich geschaffen. Es war sogar so, dass Frieden war. Und jetzt wurden diejenigen aus seinem Volksstamm übermütig. Die Wirtschaft ging gut, Frieden war im Land, alles war gut organisiert, regiert, fähig. Und was machen Menschen, wenn alles gut geht? Irgendwelche komischen Sachen. Die fingen dann an zu trinken. Und während sie im betrunkenen Zustand waren, fingen sie an, andere zu drangsalieren und sich gegenseitig zu bekämpfen und auch meditierende Heilige zu belästigen. Und so sah Krishna,
es würde so nicht funktionieren. Und es gab außerdem dann einen Fluch von einem dieser Weisen oder einem dieser Asketen, der sagte, weil ihr so schlimm wart, werdet ihr alle sterben. Weil Krishna aber da war, so lange konnte dort nichts passieren. Und so sagte Krishna zu Arjuna, sollte ich irgendwann sterben, oder wenn ich sterben werde, dann informiere die Yadavas und sage ihnen, sie müssen Dwaraka verlassen und sie müssen wegziehen und dann wieder Teil anderer Volksstämme werden. Schließlich, wie Krishna starb, ist eine ganz komische Geschichte, Krishna legte sich irgendwo hin für Tiefenentspannung. Seine Ferse ragte aus einem Busch heraus. Ein Jäger sah diese Ferse und dachte, das sei ein Rehkopf. Er schoss einen vergifteten Pfeil und daran starb Krishna. Inkarnation Gottes. So vieles überlebt, jetzt stirbt er an so einem komischen vergifteten Pfeil. Letztlich auch Gottes Inkarnation, irgendwann hört sie auf. Arjuna hörte davon, er informierte die Yadavas von diesem, von den Willen von Krishna. Die Yadavas verließen Dwaraka, wurden evakuiert, es gab ein riesen Erdbeben, Dwaraka ging zum größten Teil runter und dann gibt es so eine Geschichte, wo es hieß, Arjuna führte die Yadavas sogar nördlich der Schneeberge. Die Yadava, der Volksstamm, waren hellhäutig und groß. Und es heißt, dass die Yadavas nachher sich in alle Richtungen ausbreiteten und dann zu den Indogermanen wurden. Das ist die Geschichte von Krishna, extrem verkürzt. Und Krishna gilt als Inkarnation von Liebe, er gilt als Inkarnation von Freude, er gilt als letztlich das Prinzip, das Göttliche hinter allem zu sehen. Sie zeigt, wer Liebe zu Gott hat, erfährt Gott, so komisch es ist. Sie zeigt, auch in den schwierigsten Situationen können wir göttliche Gegenwart erleben. Und wenn wir Gott hingegeben sind, erfahren wir das Höchste.